Hallo und seid herzlich willkommen bei der Scooterschrauber. Es geht ja immer noch um den Rexroller und zwar hinten. Ich möchte ja meinen Hängeranschluss hier verbauen. Jetzt habe ich noch mal ein bisschen geschaut und so eine Anhängerkupplung, ich sage mal mehr speziell für Motorroller mit einer festen Verankerung, kosten teilweise 40, über 40 Euro und das kann ich mir gerade nicht antun. Jetzt bin ich an Überlegen, wie mache ich es, dass ich hier trotzdem meine Kupplung dran bekomme, die ich schon habe zum Beispiel. Ich habe mir mal Material rausgesucht, was ich noch so liegen hatte. Das ein oder andere sammelt man ja immer noch mal. Und ich möchte mal gucken, ob wir damit irgendwas anfangen können. Deshalb kommt mal ein bisschen näher. Und zwar habe ich dieses Material, also das hat schon eine gute Stärke, das biegt man nicht einfach mal, also das ist schon wirklich recht kräftig. Ich bin dann überlegen, ob ich mir aus diesem Material hier was anpasse. Das würde heißen, ich schneide es hier so, wie der Gepäckträger läuft. Schneide ich oder gehe ich einfach mit beidseitig. Jetzt würde aber nur, ich glaube, ein Teil nicht ausreichen. Das heißt, ich müsste mir vielleicht sogar zwei Teile draus bauen. Lang genug ist es, aber es müsste ja verbunden werden. Also würde ich eine doppelte Fläche davon haben. Wir messen das mal. Ich sage mal schätzungsweise gute 4 cm. Und ha, ich habe nicht vorher angehalten. Also das müsst ihr mir jetzt glauben. Das stimmt. Ich schwindel nicht. 4 cm, also würden wir auf 8 cm kommen. Auf diese Länge würden wir kommen. Wenn ich jetzt 8 cm... Ja, von hier so ungefähr, ne? Ich muss ja hier aus der Schräge rauslaufen, wären wir, ich sage mal, bei diesem ersten Loch hier, grob gesagt, obwohl die Löcher sind hier ein bisschen versetzt, aber wir wären ungefähr hier bei dem ersten Loch, sage ich mal so. Wir wären hier, weil, wie gesagt, das Loch hier ist versetzt, komischerweise, also die sind nicht identisch gebohrt, zumindest vom Vorgänger. So, nun gehe ich einfach mal hier so rüber. Ungefähr. So. Ich halte das hier mal so ein bisschen fest. So. Das würde diese Fläche hier im Ganzen ausfüllen. Ich glaube, das sieht man, ne? Ja, ich nehme euch mal seitlich. cm. Hier läuft eine Schräge runter. Aus dieser Schräge müsste ich ja wenigstens raus. Also ich würde das nicht in der Schräge ansetzen, sondern so, dass ich auch Fläche habe. Ja, da kommen wir ungefähr bis hierhin. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt hier wieder nochmal so rüber gehen würde, ich halte das hier mal so an, wäre diese Fläche bedeckt. Wenn ich von diesen Stangen zwei nehmen würde und in der Mitte verschweißen würde. Das müsste natürlich gut verschweißt werden. Ich hoffe, ich bekomme das auch so gut hin. Und wie ich schon sagte, die Stärke reicht hin. Aber wir können ja mal messen, wie stark das Teil ist. Ich schätze mal 5 mm. Das bekommen wir doch ganz leicht raus. Messschieber, volle Fläche ansetzen. So. Und was haben wir denn? 4,5 mm. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt.
4,5 mm haben wir. Ja, ich glaube. Nein, wir sind bei 5. Wir sind sogar bei 5 mm. Also wir haben doch 5 mm. Ne? Nochmal ansetzen. Nochmal zusammenziehen, abziehen. Mit Brille wäre es nicht passiert. 5 mm. Immer noch. Und jetzt halte ich mal 80 an, weil das war ja eine Breite von 40, ne? Also 4 cm. Jetzt bin ich auf 80 und halte jetzt mal aus der Schräge raus. Da kann man ungefähr sehen, ne? Ja, also wir laufen, ja, hier so. So laufen wir ungefähr. Ne, das ist jetzt erstmal eine grobe Schätzung. Das sieht man im Grunde, wenn man das jetzt auflegt. Man sieht, hier ist die Schräge. Und jetzt würde ich erst aus der Schräge rauskommen. Das heißt, ich setze das mal vorne an. Ja, bis mittig diesen Loches. Gut, aber was meint ihr? Wäre das schon mal eine Maßnahme, dass man das dann so nutzt und die Anhängerkupplung dann eben so vorbereiten, dass ich vielleicht noch mal ein Stück Metall nehme, also das gleiche, ein Stück, und dann hier meine Kupplung aufsetze, obendrauf, dass das immer existieren bleibt, wenn ich auch die Kupplung mal abbaue. Falls ich ja doch mal das Geld übrig habe und mir dann eine ordentliche später kaufen kann. Ja, ich bin nun mal Tüftler und Bastler. Ich meine, wenn ich das recht ordentlich hinbekäme, dann wäre ja auch dementsprechend alles okay. Da muss man sich oder sollte man sich auf jeden Fall auch Zeit für nehmen, dass es dann wirklich ordentlich wird. Mit den Schweißen, da würde ich allerdings versuchen, diesmal eine komplette Naht durchzuziehen, von Anfang bis Ende, umdrehen. Von der anderen Seite genauso, also von rechts und links jeweils eine Schweißnaht in eins durch. Man kann ja vorne die Spitzen erstmal heften und dann zieht man durch. Ich schweiße natürlich sehr selten und muss mich damit, zumindest mit dem Fülldraht, muss ich mich auch erstmal anfreuen. Und das wäre aber meine Idee, dass ich mich auch vielleicht in dieser Hinsicht noch verbessere. Tja, schreibt doch mal in die Kommentare, was haltet ihr davon? Also das wäre jetzt so meine Lösung, die ich jetzt gerade hätte und die natürlich auch nichts kostet, weil ich das ganze Material vor Ort hätte. Tja, heute ist natürlich schon fast wieder Abend. Deshalb werde ich heute nicht mehr schweißen oder auch flexen. Das möchte ich, wenn es möglich ist, draußen machen, dass ich hier nicht alles wieder vollräuche und einqualme. Das wäre wieder so eine Sache, die man dann draußen machen sollte. Das wollte ich euch auf jeden Fall noch mitteilen, dass ihr wenigstens schon mal Bescheid wisst, mein Vorhaben. Ansonsten bin ich schon wieder fertig. Das ist jetzt mal wirklich ein kurzes Video. Also wer das nicht mal diese paar Minuten gucken kann, zum Teufel soll er gehen. Also Leute, bis zum nächsten Video. Und das wird ja schon demnächst wieder da sein. Also habt noch restlichen schönen Abend. Tschüss.